Ferienkinder können in diesem Sommer im Erzgebirge nicht nur Radio hören, sondern auch Radio sehen. Im Pferdegöbel Johanngeorgenstadt warten jede Menge dieser Apparate und verraten bei einem Ausstellungsbesuch mehr über die Rundfunkgeschichte. Überschrieben ist die Sonderausstellung mit 100 Jahre Radio. Für die Schau hat der fachkompetente Sammler Volker Fischer aus Lauterbernsbach eine Auswahl von 75 historischen Radio- und Fernsehgeräten zur Verfügung gestellt. Auf 10 Schautafeln wird die Geschichte der Rundfunk- und Fernsehtechnik aufgezeigt. Montags und freitags ist der Pferdegöbel geschlossen. An den anderen Wochentagen werden auch Führungen angeboten.